Da wären wir wieder bei Let's Play Layers of Fear. Und nun wollen wir mal. Dankeschön, Blitz. Briefe. Kann man spielen? Wer war das? Ich wollte Klavier spielen, die Mondschnittsonate. Was ist das jetzt? Ich habe die gesamte Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Dankeschön. Galassis, große Öffnung in Flammen. Verheerender Brand. Im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Öffnung des neuen Galaktik-Kaufhauses wurde in die Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgingen ließ. Während der Mehrzeit der Besucher gelangten, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hunderte unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chancen darauf, um den Flammen der Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte nicht bestimmt werden, jedoch gehen sich schätzungsweise davon mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Geleckte, Ronald Schäfeld, hat bisher jegliche Kommentar zu tragödischen Ereignissen abgelehnt. Nee. Kannst du mal nochmal angehen? Nichts ist drin, na gut. Okay, das ist das. Das gibt's doch nicht! Irgendjemand hat unser Schrank geplündert! Und uns in den Schrein getan. Wie geht das nur? Das ist unser Wein, nicht irgendein fremder Wein. Ich wusste doch, dass ein Abenteurer hier war, oder keine Ahnung, bei einer. Ich wusste doch, Bescheid. Hm? Entschuldigung, ich konnte nicht schlafen. Da das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Ja, man sieht's ja auch. Na, hier ist noch ein Zettel. Eine Nacht der Oper wird Nacht zum Erinnern. Ne, jetzt lese ich das nicht weiter. Ne. Das kann ich schon selber machen. Hm? Ist das Blut? Oh mein Gott. Was war das? Hallo? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Hallo? Hier haben wir unseren Schlüssel. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass uns etwas Besonderes machen. Du hast es versprochen. Was ist geschehen? Mein lieber Freund, lass mich dir deine Frage stellen. Du hast völlig deinen gottverdammten Verstand verloren. Ich weiß, dass du im Moment eine schwierige Zeit dadurch durchmachst. Was ist geschehen? Was zum Teufel ist geschehen? Was ist hier geschehen? Ich habe leichte Angst, dass gleich was geschieht.
selbst wenn sich Spielzeug bewegt. Ein Kinderzimmer. Spielzeug, du bleibst mir hoffentlich. Spielzeug, hoffentlich bleibst du mir heilig und tust mir nicht. Oh, warum Pink? Warum eckert er rum? Es ist ein kleines Mädchen oder Junge oder ich weiß nicht. Mami. Da haben wir den Vater, die Tochter und die Mutter. Und die sieht sehr verdammt unglücklich aus. Oje, Mene. Wusste ich doch, ich hatte die andere Frauen lassen sollen. Warum sind es Puppen? Warum? Egal welches Horrorspiel ich sehe mal, es sind Puppen. Warum? Es zieht doch die Puppen an. Puppen, könnt ihr mal bitte da bleiben? Ich mache jetzt zu. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe. Hoffentlich lasst ihr mich in Ruhe. Ich hoffe, ihr lässt mich. Ich hoffe, ihr lässt wirklich mich in Ruhe. Was? Zugemacht? Wieso? Diese Ass macht mir tierische Angst. Wir sind. Ein schöner Kurfort. Dieser Ast, wenn ich der Besitzer wäre, ich hätte Angst davor. Ja, sorry, wie gesagt, ich war gerade ein bisschen live. Ich habe was live, was ihr gemacht. Huch. Naja, wie gesagt, schauen wir uns das Bild mal an. Ich habe es satt, dass wir uns über diesen Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben selbst in dem Haus. Komm da raus und rede hier mit mir, bevor du schlafen legst. Oh. Okay, bevor wir das Bild angucken. Schauen wir das mal hier um. Nichts. Gut, machen wir das Bild auf. Sie sehen die Vergangenheit in den Kopf und... Du hast deinen Grund, warum es verhüllt ist. Verloren, du verdienst es, bände es. Jetzt. Oh, natürlich was zu. Na klar, typisch. Es ist noch nicht fertig. Aber wie macht man das fertig? Ehrlich. Warum hat sich der Raum verändert? Jetzt sind wir im Spiel drinne. Na hier, Betty. Hallo?
Der Raum hat sich schon wieder verändert. Warum? Hallo? Ist da jemand? Das war schon gemütlich, das Haus. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zu feiern. Ihre Tarnung am Samstag, den 9. Juli. Oh. Oha, oha, oha. Ich glaube, das ist unsere Vergangenheit. Was? Warum ist ironisch solche Bilder da? Okay, wir müssen jetzt Zahlen noch weiter. Das sind irgendwelche Infos da drinnen. Nein. Okay, merkt euch dieses Datum. Wo jetzt? Wo steht das Datum? Brand. Schauen wir es kurz nach. Samstag, den 9. Also stimme an, das ist die 9. Wir müssen irgendwas wegen unserer Heirat finden. So. Der 9. Ich muss überlegen. So. Na gut, wie gesagt, das war es für diesen Part. Den Code wird man beim nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.